hallo, ich bin Harald und einer der Macher vom Kunstverein Eulengasse. Ich heiße Susanna und bin wie Harald ebenfalls im Vorstand. Wir organisieren Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, und zwar von Mitgliedern, lokalen Künstlern und Kunststudenten, aber auch international. Eulengasse ist offen für die unterschiedlichsten persönlichen Sichtweisen. Zeitgenössische Kunst und Kulturvermittlung, das ist Eulengasse wichtig. Wir formulieren in unseren Rahmen adäquate Formate für die Präsentation und die Vermittlung unterschiedlicher künstlerischer Ansätze und Positionen. So bietet der Kunstverein verschiedene Arten, Kunst zur Diskussion zu stellen und einen Austausch zwischen Künstlern und Öffentlichkeit herzustellen. Und da sind wir beim Thema Formate für die Kunstvermittlung, die Kunstmesse. Im August, September haben wir zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Bund Offenbacher Künstler, die Tausch Contemporary Art Fair veranstaltet. Ein außergewöhnliches Projekt, welches mit dem Format Kunstmesse spielerisch umgeht. Mit einem Forum, das Fragestellungen zum Verhältnis von Kunst, Käufer und sonstigen Akteuren pointiert aufwirft. Dass es klappt, zeigt sich auch heute. Dieses Projekt Tausch, Paradebeispiel, aus meiner Sicht für eine gute Kooperation, 60 Beiträge, ein Monat lang, ein sehr buntes, vielfältiges Programm. Ich kann es nur empfehlen für diejenigen, die das noch nicht komplett genießen konnten, nehmen sich noch mehr Zeit als ich heute. Ich denke, das lohnt auch zweimal herzukommen, es lohnt die verschiedenen Veranstaltungen mitzunehmen und das ist dann auch dieses auf beiden Beinen gehen. Hallo, ich bin Sabine und ich habe auch hier mitgemacht. Dieses Forum war eigentlich ein Symposium zu den Themen Kulturkooperationen, Kulturmanagement, Kunstplattformen sowie Vermarktungsstrategien. Mit Vorträgen, Interviews und weiteren Beiträgen gab es ein weit gespanntes Programm von Wissenschaft, Soziologie und mit viel darstellender Kunst. Die Resonanz auf die Tausch war sehr beeindruckend. Die gesamte Veranstaltung hat mehr als 1000 Besucher angezogen. Viele waren öfters dort, um an mehreren Tagen die Beiträge im Forum zu verfolgen. Und wir wurden ermutigt, dass es die Tausch in 1-2 Jahren wieder geben sollte. Tatsächlich viele Künstler, Akteure aus dem Bereich selbstorganisierte Kunsträume, Produzentengalerien und auch Kunstvereinen stellen uns Fragen. Wie wir zum Beispiel die Presse aktivieren konnten, umfassend über die Veranstaltung zu berichten. Ob man eine Dokumentation von der Tausch bekommen könne. Und auch für Ausstellungsmacher, Kuratoren, aber auch beim Thema Fundraising und Sponsorensuche ist es enorm hilfreich, auf die Erfahrungen anderer zu bauen. Rot ist kein Kunstkatalog oder ein wissenschaftliches Heft. Mit Rot haben wir ein Publikationsformat, ideal für die Veröffentlichung von solchen Beiträgen. Nummer 2. Der zweite Magazin des Kunstvereins Eulengasse aus Frankfurt am Main publiziert in gedruckter und digitaler Form verschiedene Vorträge, Performance, Interviews und weitere Beiträge der Tausch Contemporary Art Fair zu Themen, die uns unter die Nägel brennen. Und diese Themen sind Kulturkooperationen. Wie lassen sich Kooperationen von Kulturschaffenden so gestalten, dass sie für alle und für das Publikum einen Mehrwert bieten? Kulturmanagement. Kulturmanagement. Also die Frage nach der Professionalisierung von Organisationsformen und Strukturen zur Ermöglichung von Kunst nach Schnittstellen zu institutionellen
Kunstformen, Mechanismen. Kunstplattformen, was ist das? Und was erwarten die Interessierten von einem Projektraum? Und schließlich Vermarktungsstrategien. Was sind praktikable Wege, um eine nachhaltige Künstler-Käufer-Beziehung aufzubauen? Wie gesagt, dies alles findest du in Rot Nummer 2. Umfangreiches Material mit Texten, Bildern, Infografiken und vielen Stunden Video. So können Künstler und Macher von Produzentengalerien ihre Arbeit optimieren. Kunstinteressierte über das Kunstmachen nach dem Kunstschaffen erfahren. Und Besucher der Tausch, die nicht alles live miterlebt haben, das gesamte Programm des Forums nachlesen, nachhören und sehen, gedruckt und digital. Ja, sehr anregend, so vielseitig, verblüffend. Ja, eben, um die Kunst auch zu vertiefen. Ich denke, man muss sich einmal so durchgucken und dann sagen, da will ich mich nochmal näher mit beschäftigen. Das finde ich dann wichtig. Ja, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und habe auch was gelernt. Obwohl ich selber schon Jahre zeichne, habe ich halt viel mitgenommen. Unterstütze unsere Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Wir brauchen circa ein Drittel des Funding-Ziels durch euren Beitrag. Wenn viele Leute wie euch unser Projekt unterstützen, dann wird die Aventis Foundation den fehlenden Rest aus Stiftungsmitteln fördern. Also, bis 11.11. läuft die Zeit für Rot Nummer 2. Also, bis 11.11. läuft die Zeit für Rot Nummer 2.